per unta Jesus Christus in Ewigkeit. Oggi abbiamo celebrato la messa votiva in onore dello Spirito Santo, una preghiera che ho pregato molte volte, ci è stato donato dal fondatore del movimento mariano sacerdotale, Don Stefano Gobbi, che recita: Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. A Berlino, Don Gobbi, a nome della Vergine Maria, il 22 maggio 1994, disse, cito: La mia ora è l'ora dello Spirito Santo. Il trionfo del mio cuore immacolato coinciderà con il grande prodigio della seconda Pentecoste. Scenderà nuovo fuoco dal cielo e purificherà tutta l'umanità ritornata pagana. Sarà come un giudizio in piccolo. E ciascuno vedrà se stesso nella luce della verità stessa di Dio. Così i peccatori torneranno alla grazia e alla santità, gli smarriti sulla strada del bene, i lontani alla casa del Padre, gli ammalati alla completa guarigione, i superbi, gli impuri, i cattivi collaboratori di Satana saranno per sempre sconfitti e condannati. Allora, il mio cuore di mamma avrà il suo trionfo su tutta l'umanità, che tornerà ad un nuovo sodalizio di amore e di vita col suo Padre Celeste. Io sono la divina sposa dello Spirito Santo. Come per singolare disegno del Padre, sono diventata vera madre del Figlio, così sono diventata vera sposo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo si è donato alla mia anima con una interiore e vera unione sponsale, e da essa è nato il frutto divino della virginale concezione del Verbo nel mio purissimo seno. Lo Spirito non può resistere alla voce della sposa che lo chiama. Per questo unitevi tutti a me, miei piccoli figli, nell'invocare il dono dello Spirito Santo. La vostra implorazione diventi la preghiera di questi ultimi tempi. Sia la vostra preghiera abituale, da voi frequentemente ripetuta, perché vi è stata insegnata e vi viene ardentemente domandata dalla vostra mamma celeste. Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, sposa amatissima, ed aprite i cuori alla speranza, perché sta per giungere a voi il più grande prodigio della seconda Pentecoste. Sta per giungere a voi il più grande prodigio della seconda Pentecoste, però attraverso questa purificazione che è descritto qua come fuoco che viene dal cielo. Wir feiern heute die Votivmesse zu Ehren des Heiligen Geistes, ein Gebet, das ich schon sehr oft gebetet habe, wurde uns durch den Gründer der marianischen Priesterbewegung, Don Stefano Gobbi, geschenkt. Es lautet: Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. In Berlin sagte Don Gobbi im Namen der Jungfrau Maria am 22. Mai 1994. Ich zitiere: Meine Stunde ist die Stunde des Heiligen Geistes.
Der Triumph meines unbefleckten Herzens wird mit dem großen Wunder des zweiten Pfingstens zusammenfallen. Neues Feuer wird vom Himmel herabkommen und die ganze Menschheit, die heidnisch geworden ist, reinigen. Es wird wie ein kleines Gericht sein und jeder wird sich selbst im Licht der Wahrheit Gottes selbst sehen. So werden die Sünder zur Anmut und Heiligkeit zurückkehren, die ihr Lehrer auf dem Weg des Guten, die Fernen zum Haus des Vaters, die Kranken zur vollständigen Heilung, die Hochmütigen, die Unreinen, die bösen Mitarbeiter Satans werden für immer besiegt und verurteilt werden. Dann wird mein Mutterherz seinen Triumph über die ganze Menschheit haben, die zu einer neuen Vermählung der Liebe und des Lebens mit ihrem himmlischen Vater zurückkehren wird. Ich bin die göttliche Braut des Heiligen Geistes, wie ich durch den einzigartigen Plan des Vaters zur wahren Mutter des Sohnes wurde, so wurde ich zur wahren Braut des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat sich meiner Seele mit einer inneren und wahren bräutlichen Vereinigung geschenkt und aus dieser ging die göttliche Frucht der jungfräulichen Empfängnis des Wortes in meinem reinsten Schoß hervor. Der Geist kann der Stimme der Braut, die ihn ruft, nicht widerstehen. Deshalb vereint euch alle mit mir, meine kleinen Kinder, indem ihr die Gabe des Heiligen Geistes erbittet. Eure Bitte soll zum Gebet dieser letzten Zeiten werden. Das soll euer gewohntes Gebet sein. Ein Gebet, das ihr oft wiederholt, denn es ist euch von eurer himmlischen Mama gelehrt worden und wird euch von eurer himmlischen Mama besonders ans Herz gelegt. Dieses Gebet lautet: Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Und öffnet die Herzen der Hoffnung, denn das größte Wunder des zweiten Pfingstens ist im Begriff, zu euch zu kommen. Denn das größte Wunder des zweiten Pfingstens ist im Begriff, zu euch zu kommen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.